Hey Leute, ich bin's, Mac Paverick. Mal ganz ehrlich, ist euer Kleiderschrank auch so überfüllt und schaut so aus wie dieser hier? Dann gebe ich euch hier ein paar Tipps und Tricks, dass euer Kleiderschrank bei derselben Anzahl von den Klamotten her hinterher so aussieht. Ja, bei mir hat sich im Laufe der Zeit ganz schön viel angesammelt. Ich hatte meinen Kleiderschrank auch schon mal ausgemistet. Ja, trotzdem habe ich nicht wirklich viel Platz. Die Klamotten, die ich jetzt hier drin habe, die ziehe ich auch an und möchte sie behalten. Und im ersten Schritt räume ich jetzt erstmal daher meinen Kleiderschrank aus, um hier eine Grundordnung hereinzubekommen. Im ersten Schritt zeige ich euch jetzt, wie ihr eure T-Shirts platzsparend zusammenfalten könnt. Im ersten Schritt faltet ihr sie hier unten einmal zusammen. Im nächsten Schritt legt ihr das Shirt nun in der Mitte zusammen. Und dann wird das T-Shirt einfach nur noch zusammengerollt. Und hier am unteren Ende eingeschlagen. Fertig. Hier könnt ihr einmal den Unterschied sehen und sehen, wie viel Platz ihr spart. Die gleiche Technik könnt ihr auch bei Pullovern anwenden. Und ein Vorteil bietet diese Methode auch noch. Das T-Shirt ist schön gespannt zusammengelegt und somit wird es auch nicht knittrig und ist dann schön glatt, wenn ihr es anziehen wollt. Ja, bei Jeanshosen oder Hosen generell machen wir es so, dass wir diese erstmal mittig zusammenlegen. Dann schlagen wir hier oben die Hose um ein Drittel circa ein. Hier schlagen wir die Hose auch noch ein wenig ein. Und jetzt kommt dieses Ende hier in den Hosenbund oben hinein. Schon ist die Hose schön zusammengelegt. Hier habt ihr auch wieder den direkten Vergleich zwischen der zusammengelegten Variante und der aufgehängten Variante. Einen weiteren Vorteil, den ich euch nennen kann, ist, dass die Hose, die zusammengelegt ist, wieder mal sehr straff zusammengelegt ist und somit auf jeden Fall knitterfrei bleibt. So, als nächstes kommen wir jetzt zu den Hemden. Bei den Hemden fangt ihr auch an, dass ihr das erstmal in der Mitte zusammenschlagt. Hier genauso. So viel nichts Neues. Dann schlagt ihr hier den Kragen um, beziehungsweise die Kragenseite. Und jetzt kommt dieses Ende hier in den Kragen hinein. Und hier könnt ihr wieder im direkten Vergleich sehen, wie viel Platz ihr bei dieser Variante hier spart. Hier seht ihr nun das Endergebnis. Könnt sehen, dass hier jetzt nicht nur die Pullover drin sind wie vorher, sondern auch meine Hemden, meine Hosen und auch die T-Shirts. Ja, das zeichnet sich dann auch hier unten ab, dass hier wesentlich mehr Luft und Platz ist. Die meisten der Tipps stammen aus meiner Militärzeit. Einige habe ich auch aus dem asiatischen Raum, wenn ich damals zu Besuch war. Dann konnte ich mir das bei einigen Leuten abschauen, da die Menschen ja doch in kleineren Behausungen wohnen als wir und weniger Platz haben. Ich hoffe, euch haben die Tipps und Tricks gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Paverick.